Willkommen zurück bei Let's Play Drakensang. Wir sind wieder, oder immer noch, ups, falsche Taste, eifrig im Gefecht. Ich wollte eigentlich Pause lösen. So, jetzt. Gegen die Amöben, die uns so richtig vermöbeln. Meint ihr? Wenn ich dauernd irgendwer benommen wäre, ging das auch alles viel leichter. Aber gleich haben die einen. Okay. Ich mach das schon. Saft trinken. Du hast nur. Na klar. Dann werde ich dich mal heilen. Folgt mir. Und du zauberst nochmal. Candidus. Für die Königin. Dafür. Rondra. Bei meiner Axt. Oh nein. Jetzt ist Glattes am Boden. Ja, aber wir haben die Amöbe gleich. Hui. Okay. Bis auf Glattes haben es alle überlebt. Und sie steht auch schon wieder. Jetzt erstmal Verbände. Misslung. Also dieses fauliger Gestank, was man von den Amöben abbekommt, wirkt sich nur auf Charisma aus. Das heißt, später in Dialogen mit anderen Leuten würde es problematisch werden, wenn man da irgendwas erreichen möchte. Und dann braucht man halt die Seife, um sich wieder sauber zu machen. Das jetzt im Kampf macht es nichts. Ob ich charismatisch bin oder nicht, interessiert die Amöben nämlich überhaupt nicht. Flachmann. Nö, den will ich nicht. Ich könnte euch mal die ganzen Haarnadeln der Glattes geben. Sie ist Diebin, sie kann damit was anfangen. Ich nicht. So, und weil der Kampf jetzt ziemlich heftig war, werde ich kurz speichern. Und hier haben wir unseren ersten Teil des Orakelsteins. Linker Flügel der Umbrakor-Statue. Umbrakor? Ja. Hier ist doch irgendwo das Buch, glaube ich, was der Novize sucht. Ich hoffe zumindest, dass ich das auch noch finde auf meinem Weg. Und da vorne haben wir natürlich die nächsten Amöben. Das sind wieder drei auf einmal. Ich hoffe, dass sie... Ich gehe mal in die andere Richtung. Dass nur eine mir folgt. Dass wir so ein bisschen nach und nach die angreifen können. Komm her. Komm. Nein, Leute, nicht hinlaufen. Moment. Stürzt euch drauf. Hauptsache, ihr rennt jetzt nicht zu den anderen. Naja, wir sind noch zu nah. Bleibt die stehen dahin? Die andere kommt auch noch. Na klar. Zeritus. Astus.
Ich glaube, ohne die Wuchtschläge von der Rulana und dem Vorkram wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Ja, also Sanftmut ist leider fehlgeschlagen. Das geht nicht. Amazone voraus! Für die Königin! Für Rondra! Ich mach das schon. Zum Angriff! Ha! Ich versuch mein Bestes. Für Ardor! Oh, das sah jetzt schon viel besser aus. Jetzt haben wir nur noch eine. Ups. Falsch. So. Amazone voraus. Was war das denn jetzt? Das bin ich. Vorax. Schütz sie mal an. Und dann noch eine Finte. Ich mach das schon. Für die Königin. Für Rondra. Gleich haben wir dich. Sehr schön. Noch mehr Geld und Silberring. Und noch mehr Geld, Silberring und Haarnadel. Und die Haarnadel bekommt wieder die Glattes. So, sehr schön. Habe ich dich schon durchsucht? Nein. Jetzt muss ich gerade mal gucken, durch den Kampf und dieses Hin und Her wechseln, habe ich jetzt ein bisschen die Orientierung verloren. Ja, ein bisschen in die andere Richtung, natürlich. Könnte ich auch mal wieder schnell speichern. Ich gehe hier nämlich kein Risiko ein. Da lauert nämlich schon wieder einer am Möbel. Links von uns. Ich möchte aber erstmal geradeaus gehen. Und da lauert auch eine. Und der, das müsste der rechte Flügel der Umbrakor-Statue sein. Können wir gleich schon mal mitnehmen. Die sitzt da ganz friedlich, aber nicht mehr lange. Jetzt kommt sie angerobbt. Mit ihrem Stinkeangriff. Hey, zum Angriff! Ein Schwert einbauen. Folgt mir! Zerrus, Zerrus, Astus! Haben wir hier noch ein Skelett? So, damit haben wir jetzt schon zwei Teile. Dann fehlen uns noch zwei. Und wieder zwei am Möben. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay. Kurkum! Aufgepasst! Gleich mal mit allem, was wir haben, drauf. Deception. Ja, blitz dich. Au.
gemeiner Angriff von hinten. Aufgepasst! Alles klar. Und stehst du da rum? Kannst du mal aufmachen? Vorax! Attacke! Attacke! Genau, das sollst du machen. Lass das mal Vorgrim machen. Bei meiner Axt. Ich mach das schon. Für die Königin. Für Rondra. Okay, dann kann unsere Suche weitergehen nach den letzten zwei Teilen von dem Orakelstein. Und damit geht's dann im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.